Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem letzten Champions League Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain. Morgen Abend hier im wieder einmal ausverkauften Signal Iduna Park. Ich begrüße heute zur Pressekonferenz neben mir auf dem Podium unseren Cheftrainer Edin Terzic und unseren Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Genauso begrüße ich Sie hier als anwesende Journalisten im Medienzentrum und begrüße auch unseren Übersetzer Daniel, der von Deutsch auf Französisch übersetzen wird, da wir die Pressekonferenz auf Deutsch abhalten. Eure Fragen bitte. Der Klassiker mit Jesko von Eichmann zum Start. Hallo Edin, hallo Nico. Das Personalpuzzle wird noch ein bisschen schwieriger, da auch Emre Can gesperrt ist für das Spiel. Wer kann nicht? Wie wollen Sie es angehen? Ja, zu der Situation, die wir vor dem Spiel gegen Leipzig haben, ist es halt so, dass Emre uns nicht zur Verfügung steht, dadurch, dass er gesperrt ist, und auch Thomas Meunier ist nicht berechtigt, in der Champions League zu spielen. Wir haben noch zwei Fragezeichen hinter Marcel Sabitzer und Marius Wolf. Marius konnte gestern schon Teile des Warmmachens mitmachen und soll heute dann im Training etwas mehr steigern. Bei Marcel wird es dann heute nochmal individuell bleiben und morgen dann nochmal getestet, morgen früh. Und dann werden wir da finale Entscheidungen treffen. Und wer zurückkommt, ist Sebastian Haller, der jetzt die letzten Tage schon mittrainieren konnte und keine Probleme hat. Und das ist dann die aktuelle Situation für den Kader. Yannick Hüber von der Bild-Zeitung. Edin, was sind deine Alternativgedanken für die rechte Seite? Ist ja auch durch Mbappé die sichtlich gefährlichste Möglichkeit, Niki Süle da nochmal spielen zu lassen, falls es bei Marius nicht reicht? Ja, wir hoffen jetzt erstmal, dass mit Marius noch eine weitere Option dazu kommt. Und ja, das sind natürlich die Jungs, die das jetzt in der Vergangenheit für uns und auch in der Nationalmannschaft gespielt haben auf dieser Position. Wir wissen, dass da natürlich mit Kylian Mbappé ein absoluter Topspieler auf dieser Position spielt. Und da geht es aber nicht darum, wer ihn als Einzelspieler verteidigt, sondern wie wir ihn als Mannschaft verteidigen. Und da geht es nur im Verbund, dass man die Anspiele und die Räume eng hält und dass man sich dann gegenseitig unterstützt. Weil egal, welcher Spieler im 1 gegen 1 gegen Kylian Mbappé ist, über 90 Minuten, das wird immer schwierig. Der Kollege aus Frankreich davon. Bonjour. Jean Rességuier der RMC Sport. Est-ce qu'il y a une forme, une envie d'éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions et quelque part pour le club de Dortmund de prendre une revanche sur 2020 avec tout ce qui s'était passé, même si les joueurs ne sont plus là aujourd'hui? Ich finde, Revanche ist das falsche Wort, wenn wir über den Sport reden. Es ist nichts, was mich motiviert oder uns motiviert, sondern die Lust, Spiele zu gewinnen. Und wir spielen hier morgen vor 81.000 in der Champions League gegen Paris. Das ist Motivation genug, um alles zu investieren, um als Gewinner vom Platz zu gehen. Und natürlich haben wir gesehen, welche Stärke und welche Qualität der Gegner hat. Aber wir haben auch gesehen, dass sie besonders in den Auswärtsspielen immer wieder auch Probleme hatten, alles zu verteidigen und Räume zu schließen. Und wir haben jetzt besonders am Samstag gezeigt, dass wenn wir mutig sind, wenn wir intensiv einen Fußball spielen, wenn wir viel Energie auf dem Platz haben, dass wir dann auch sogar in Unterzahl Gegnern viel Probleme bereiten können. Und darauf wird es dann auch am Morgen ankommen. Und wir hoffen dann einfach, dass wir unsere Leistung noch mal steigern können, um dann morgen als verdienter Sieger vom Platz zu gehen. Manfred Sedelbauer von Sport1. Ja, hallo zusammen. Gegen Paris oder in Paris hattet ihr ein bisschen defensiveren Ansatz. Was ist der Plan für morgen? Auf was kommt es morgen an, Herr Terzic? Ja, damit wurden wir ja schon jetzt mehrfach konfrontiert mit dem defensiven Ansatz. Ich glaube, andere nennen es, wir wollten ein gutes offensives Umschaltspiel haben oder ein Konterspiel. Und das ist das, was wir uns vorgenommen hatten in dem Spiel in Paris, dass wir die Räume verdichten wollten, dass wir die Bereiche gut verteidigen wollten, wo sie ihre stärksten Spieler haben, aber auch in dem Wissen, dass sie dann sehr riskant stehen in der Absicherung. Und es ist uns in Paris nicht gelungen, diese vielen und guten Räume zu nutzen mit gezielten Bällen hinter die Abwehr des Gegners, um das Tempo, was wir da auf dem Platz hatten, ins Spiel zu bekommen. Und da wollen wir natürlich raus lernen und haben jetzt aber auch in den vergangenen Spielen gezeigt, dass wir es auch
anders können und besonders in den Spielen gegen Newcastle und auch gegen Milan. Und jetzt geht es darum, dass wir einfach den richtigen Mix finden, dass wir immer bereit sind, uns so zu unterstützen, dass alle in der Lage sind, die richtige Lösung zu finden, die uns der Gegner anbietet und den Gegner dahin zu bringen, dass sie Dinge tun müssen, worauf sie keine Lust haben. Und das ist die Aufgabe und das ist auch dann der Schlüssel für morgen, um das Spiel zu gewinnen. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, für euch ist die Konstellation ja eigentlich relativ klar. Ihr wisst, was ihr machen müsst, um weiterzukommen und auch um als Gruppensieger vor allen Dingen weiterzukommen. Das ist ja mindestens ein Unentschieden. Paris muss eigentlich gewinnen, wenn sie sicher ins Achtelfinale kommen wollen. Glaubst du, dass euch das gewisse Chancen auch eröffnet? Und wie rechnest du diesen Gegner? Wie denkst du, dass sie hier auftreten werden? Ja, sie wissen, dass sie einen Sieg brauchen, um sicher in die K.O.-Phase einzuziehen. Und sie wissen aber auch, dass wir den Sieg wollen. Und ich glaube, es ist alles klar vor dem Spiel. Es spielen morgen der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten in dieser Gruppe. Und trotzdem kann der Tabellendritte und der Tabellenvierte sich auch noch qualifizieren. Es ist, wie wir es vorhergesagt haben, bis zum Schluss eine spannende Gruppe. Und dazu haben wir unseren Teil beigetragen und dem wollen wir auch morgen weiterhin gerecht werden. Christian Wob für die Funke Mediengruppe. Hallo zusammen, nochmal kurz zurück zu Niklas Süle. Wie erlebst du ihn gerade im Training? Hast du in letzter Zeit nicht ganz so viel Einsatzzeit? Wie gibt er sich gerade? Niklas ist nach der Länderspielpause leider lange ausgefallen durch eine Erkrankung und er konnte dann in der vergangenen Woche wieder komplett mittrainieren und ich finde, er hat jetzt gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt, hat sich sehr torgefährlich gezeigt, sowohl dann, als er das Tor erzielt hat zum Ende der ersten Halbzeit, als auch dann in der Schlussminute nochmal die große Möglichkeit. Ja, und wir haben es immer wieder gesagt, dass wir wissen, dass die Saison sehr, sehr lang ist und dass die Saison immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Und zuletzt haben in dieser Position Nico und Mats sehr viel gespielt und Niklas musste sich da gedulden, aber wir wussten, dass wenn er fleißig bleibt, wenn er weiter Gas gibt, dass wir uns immer auf ihn verlassen können. Und jetzt ist die Zeit, wo wir ihn brauchen und jetzt ist die Zeit, wo er seine Chance nutzen will. Jesko von Eichmann nochmal. Nico, wie geht man da als Verteidiger ran, wenn man so eine Mannschaft sieht mit so unfassbar großem Offensivpotenzial? Dembélé fällt jetzt aus, klar, aber trotzdem kommen da ein Myani, ein Mbappé auf einen zu. Bereitet man sich da nochmal irgendwie ein bisschen anders drauf vor? Ja, man kennt ja viele Spieler aus dem Fernsehen. Man weiß die Einzelheiten gegen Kolomani haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Deswegen... Es sind vor allem sehr, sehr schnelle Spieler. Da musst du eher ein bisschen auf der Hut sein, die Tiefe zu verteidigen gegenüber anderen Spielern. Aber jetzt besonderes Typ, wo du vor dem Spiel dich darauf vorbereiten willst, machst du jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, du bereitest dich auf jedes Spiel gleich vor. Natürlich sind die Gegner wahrscheinlich jetzt in der Einzelperson ein bisschen besser als andere vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die Tiefe verteidigen ist ganz gut und wenn du das hinkriegst, dann probierst du ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem letzten Champions League Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain. Morgen Abend hier im wieder einmal ausverkauften Signal Iduna Park. Ich begrüße heute zur Pressekonferenz neben mir auf dem Podium unseren Cheftrainer Edin Terzic und unseren Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Genauso begrüße ich Sie hier als anwesende Journalisten im Medienzentrum und begrüße auch unseren Übersetzer Daniel, der von Deutsch auf Französisch übersetzen wird, da wir die Pressekonferenz auf Deutsch abhalten. Eure Fragen bitte. Der Klassiker mit Jesko von Eichmann zum Start. Hallo Edin, hallo Nico. Das Personalpuzzle wird noch ein bisschen schwieriger, da auch Emre Can gesperrt ist für das Spiel. Wer kann nicht? Wie wollen Sie es angehen? Ja, zu der Situationen, die wir vor dem Spiel gegen Leipzig haben, ist es halt so, dass Emre uns nicht zur Verfügung steht, dadurch, dass er gesperrt ist und auch Thomas Meunier ist nicht berechtigt, in der Champions League zu spielen. Wir haben noch zwei Fragezeichen hinter Marcel Sabitzer und Marius Wolf. Marius konnte gestern schon Teile des Warmmachens mitmachen und soll heute dann im Training etwas mehr steigern. Bei Marcel
wird es dann heute nochmal individuell bleiben und morgen dann nochmal getestet, morgen früh. Und dann werden wir da finale Entscheidungen treffen. Und wer zurückkommt, ist Sebastian Haller, der jetzt die letzten Tage schon mittrainieren konnte und keine Probleme hat. Und das ist dann die aktuelle Situation für den Kader. Yannick Hüber von der Bild-Zeitung. Edin, was sind deine Alternativgedanken für die rechte Seite? Ist ja auch durch Mbappé die sichtlich gefährlichste Möglichkeit, Niki Sülle da nochmal spielen zu lassen, falls es bei Marius nicht reicht? Ja, wir hoffen jetzt erstmal, dass mit Marius noch eine weitere Option dazu kommt. Und ja, das sind natürlich die Jungs, die das jetzt in der Vergangenheit für uns und auch in der Nationalmannschaft gespielt haben auf dieser Position. Wir wissen, dass da natürlich mit Kylian Mbappé ein absoluter Topspieler auf dieser Position spielt. Und da geht es aber nicht darum, wer ihn als Einzelspieler verteidigt, sondern wie wir ihn als Mannschaft verteidigen. Und da geht es nur im Verbund, dass man die Anspiele und die Räume eng hält und dass man sich dann gegenseitig unterstützt. Weil egal, welcher Spieler im 1 gegen 1 gegen Kylian Mbappé ist, über 90 Minuten, das wird immer schwierig. Der Kollege aus Frankreich davon. Bonjour. Jean Rességuier d'RMC Sport. Est-ce qu'il y a une forme, une envie d'éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions et quelque part pour le club de Dortmund de prendre une revanche sur 2020 avec tout ce qui s'était passé, même si les joueurs ne sont plus là aujourd'hui? Ich finde, Revanche ist das falsche Wort, wenn wir über den Sport reden. Es ist nichts, was mich motiviert oder uns motiviert, sondern die Lust, Spiele zu gewinnen. Und wir spielen hier morgen vor 81.000 in der Champions League gegen Paris. Das ist Motivation genug, um alles zu investieren, um als Gewinner vom Platz zu gehen. Und natürlich haben wir gesehen, welche Stärke und welche Qualität der Gegner hat. Aber wir haben auch gesehen, dass sie besonders in den Auswärtsspielen immer wieder auch Probleme hatten, alles zu verteidigen und Räume zu schließen. Und wir haben jetzt besonders am Samstag gezeigt, dass wenn wir mutig sind, wenn wir intensiven Fußball spielen, wenn wir viel Energie auf dem Platz haben, dass wir dann auch sogar in Unterzahl Gegnern viel Probleme bereiten können. Und darauf wird es dann auch am Morgen ankommen und wir hoffen dann einfach, dass wir unsere Leistung noch mal steigern können, um dann morgen als verdienter Sieger vom Platz zu gehen. Manfred Sedelbauer von Sport1. Ja, hallo zusammen. Gegen Paris oder in Paris hattet ihr ein bisschen defensiveren Ansatz. Was ist der Plan für morgen? Auf was kommt es morgen an, Herr Terzic? Ja, damit wurden wir ja schon jetzt mehrfach konfrontiert mit dem defensiven Ansatz. Ich glaube, andere nennen es, wir wollten ein gutes offensives Umschaltspiel haben oder ein Konterspiel. Und das ist das, was wir uns vorgenommen hatten in dem Spiel in Paris, dass wir die Räume verdichten wollten, dass wir die Bereiche gut verteidigen wollten, wo sie ihre stärksten Spieler haben, aber auch in dem Wissen, dass sie dann sehr riskant stehen in der Absicherung. Und es ist uns in Paris nicht gelungen, diese vielen und guten Räume zu nutzen, mit gezielten Bällen hinter die Abwehr des Gegners, um das Tempo, was wir da auf dem Platz hatten, ins Spiel zu bekommen. Und da wollen wir natürlich raus lernen und haben jetzt aber auch in den vergangenen Spielen gezeigt, dass wir es auch anders können und besonders in den Spielen gegen Newcastle und auch gegen Milan. Und jetzt geht es darum, dass wir einfach den richtigen Mix finden, dass wir immer bereit sind, uns so zu unterstützen, dass alle in der Lage sind, die richtige Lösung zu finden, die uns der Gegner anbietet und den Gegner dahin zu bringen, dass sie Dinge tun müssen, worauf sie keine Lust haben. Und das ist die Aufgabe und das ist auch dann der Schlüssel für morgen, um das Spiel zu gewinnen. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, für euch ist die Konstellation ja eigentlich relativ klar. Ihr wisst, was ihr machen müsst, um weiterzukommen und auch um als Gruppensieger vor allen Dingen weiterzukommen. Das ist ja mindestens ein Unentschieden. Paris muss eigentlich gewinnen, wenn sie sicher ins Achtelfinale kommen wollen. Glaubst du, dass euch das gewisse Chancen auch eröffnet? Und wie rechnest du diesen Gegner? Wie denkst du, dass sie hier auftreten werden? Ja, sie wissen, dass sie einen Sieg brauchen, um sicher in die K.O.-Phase einzuziehen. Und sie wissen aber auch, dass wir den Sieg wollen. Und ich glaube, es ist alles klar vor dem Spiel. Es spielen morgen der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten in dieser Gruppe. Und trotzdem kann der Tabellendritte und der Tabellenvierte sich auch noch qualifizieren. Es ist, wie wir es
vorhergesagt haben, bis zum Schluss eine spannende Gruppe. Und dazu haben wir unseren Teil beigetragen und dem wollen wir auch morgen weiterhin gerecht werden. Christian Wob für die Funke Mediengruppe. Hallo zusammen, nochmal kurz zurück zu Niklas Süle. Wie erlebst du ihn gerade im Training? Hast du in letzter Zeit nicht ganz so viel Einsatzzeit? Wie gibt er sich gerade? Niklas ist nach der Länderspielpause leider lange ausgefallen durch eine Erkrankung und er konnte dann in der vergangenen Woche wieder komplett mittrainieren und ich finde, er hat jetzt gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt, hat sich sehr torgefährlich gezeigt, sowohl dann, als er das Tor erzielt hat zum Ende der ersten Halbzeit, als auch dann in der Schlussminute nochmal die große Möglichkeit. Ja, und wir haben es immer wieder gesagt, dass wir wissen, dass die Saison sehr, sehr lang ist und dass die Saison immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Und zuletzt haben in dieser Position Nico und Mats sehr viel gespielt und Niklas musste sich da gedulden. Aber wir wussten, dass wenn er fleißig bleibt, wenn er weiter Gas gibt, dass wir uns immer auf ihn verlassen können. Und jetzt ist die Zeit, wo wir ihn brauchen und jetzt ist die Zeit, wo er seine Chance nutzen will. Jesko von Eichmann nochmal. Nico, wie geht man da als Verteidiger ran, wenn man so eine Mannschaft sieht mit so unfassbar großem Offensivpotenzial? Dembélé fällt jetzt aus, klar, aber trotzdem kommen da ein Myani, ein Mbappé auf einen zu. Bereitet man sich da nochmal irgendwie ein bisschen anders drauf vor? Ja, man kennt ja viele Spieler aus dem Fernsehen. Man weiß die Einzelheiten. Gegen Kolomani haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Deswegen... Es sind vor allem sehr, sehr schnelle Spieler. Da musst du eher ein bisschen auf der Hut sein, die Tiefe zu verteidigen gegenüber anderen Spielern. Aber jetzt besonderes Typ, wo du vor dem Spiel dich darauf vorbereiten willst, machst du jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, du bereitest dich auf jedes Spiel gleich vor. Natürlich sind die Gegner wahrscheinlich jetzt in der Einzelperson ein bisschen besser als andere vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die Tiefe verteidigen ist ganz gut und wenn du das hinkriegst, dann probierst du ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Oliver Müller für die Welt. Hallo zusammen. Auch eine Frage an Nico. Ein bisschen analog zu dem, was wir eben schon mit dem Trainer besprochen hatten, also als es auch um taktische Grundordnung, verschiedene taktische Grundordnungen ging. Welche Herangehensweise, glaubst du, ist diejenige, die euch vielleicht am ehesten dabei hilft, größtmögliche defensive Stabilität zu erreichen? Oder was glaubst du, worauf kommt es da besonders an, dass man diese defensive Stabilität, gab es ja Spiele, in der hattet ihr die, gab es Spiele, in der hattet ihr die weniger, dass man da größtmögliche Stabilität erreichen kann? Wenn alle 11 Spieler auf dem Platz verteidigen, ich glaube, das ist das Grundprinzip, dass die Verteidigung nicht immer erst anfängt in der Abwehr, sondern ich glaube, das fängt auch vorne an. Wir hatten viele Spiele, wo wir sehr, sehr stabil waren. Wir hatten jetzt in letzter Zeit viele Spiele, wo wir zu viele Gegentore bekommen haben. Da müssen wir uns alle hinterfragen, ob das die Abwehrspieler sind oder andere Spieler. Ich glaube, wenn wir in der Kompaktheit stehen, wenn wir im Gerüst stehen, dann sind wir relativ stabil, kriegen wir kaum Gegentore. Aber wenn wir das Spiel offen gestalten mit hin und her, dann wird es schwer auch für uns Verteidiger. Deswegen, ich glaube, die Kompaktheit ist der Schlüssel. Und wenn wir das hinkriegen, dann gibt es auch wieder Spiele, wo wir wenige Gegentore kassieren. Patrick Kleinmann vom Kicker. Nico, hi hier vorne. Hi. Wie nimmst du so die Stimmung in den letzten Wochen der Mannschaft wahr? Es gibt ja so ein kleines Auf und Ab schon in den Leistungen und in den Ergebnissen vor allem. Und ist gerade die Champions League vielleicht so eine kleine Wohlfühloase für euch auch, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, wie erfolgreich ihr da wart? Ja, das mit den letzten Wochen ist so ein Ding. Ich glaube, dass es bis zum Stuttgart-Spiel alles in Ordnung war. Wir haben in Mailand gewonnen, wir haben in Leverkusen einen Punkt geholt, wir haben davor gegen Gladbach gewonnen. Und jetzt hatten wir halt zwei Spiele innerhalb von 4 Tagen, wo wir halt zweimal verloren haben leider. Aber ich glaube, dass es auf die Stimmung von den letzten Wochen jetzt nicht auswirkt. Wir haben in der Mannschaft, im Verein eine gute Stimmung. Wir probieren das weiter aufrechtzuerhalten. Und wenn die Ergebnisse natürlich kommen, dann wird die Stimmung immer besser. Wir haben jetzt in der Champions League einfach vielleicht einen Tick besser performt wie in der Bundesliga. Vor allem gegen die Top-Mannschaften auswärts auch. Deswegen probieren wir
morgen wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gegen PSG zu zeigen. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Der Kollege aus Frankreich nochmal. Bonjour, Jean Ressayer, der RMC Sport. Question pour Nico. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui entre la possibilité d'éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions et vous de gagner, d'être premier du groupe et de marquer les esprits au niveau du football européen et de montrer que Dortmund peut être un candidat ambitieux dans cette compétition? Ja, ich glaube, dass es der sportliche Wettbewerb hergibt, dass wir einfach Erster in der Gruppe werden wollen. Das hat nichts mit PSG zu tun oder mit den anderen Mannschaften. Wir probieren morgen in unserem Stadion ein sehr gutes Spiel zu liefern. Ob wir am besten Fall, dass wir das gewinnen und dann als Gruppenerster in die K.O.-Runde einziehen. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist der sportliche Wettbewerb, den wir meistern wollen. Und wir probieren morgen das Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, wenn wir ein gutes Spiel machen, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir das morgen erfolgreich gestalten. Christian Wob nochmal. Zwei Fragen an Nico. Erstens, wie ist so dein persönliches Verhältnis zur Champions League? Du spielst jetzt, glaube ich, in der zweiten Saison im Europapokal in der Champions League. Ist es immer noch Abende, wo du leuchtende Augen hast vorher oder ist das auch schon in die Normalität übergegangen? Und dann der zweite Teil der Frage, wenn man sich jetzt mögliche Achtelfinalgegner schon mal anschaut, macht das wirklich einen so großen Unterschied, Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden, oder kommt es am Ende aufs Gleiche drauf raus? Ich glaube, dass nicht nur Champions League-Abende ganz besonders sind, es ist auch in der Bundesliga oder im Pokal immer noch besonders. Ich jetzt auf mich bezogen, ich spiele bei Borussia Dortmund, glaube ich, bei einem der größten Clubs auf der Welt. Deswegen ist es immer besonders, mit dem BVB-Logo aufzulaufen. Natürlich haben Champions League-Abende dadurch, dass sie spät sind, 21 Uhr mittlerweile, Flutlicht, immer noch was Spezielles. Aber ich probiere da das auszublenden und wie ein normales Spiel anzugehen. Aber ich freue mich immer auf Champions League-Abende und ich glaube, ich habe jetzt letzte Saison, glaube ich, 8 Spiele gemacht, habe dieses Jahr 5. Also es ist immer noch was Besonderes. Aber wie gesagt, ich probiere es wie ein normales Spiel anzugehen. Und die zweite Frage weiß ich nicht mehr. Die war mit Blick auf die Konstellation fürs Achtelfinale, angesichts doch prominenter Gegner, die Zweiter werden können noch in der Gruppe, ob es wirklich so einen großen Unterschied macht, am Ende Erster oder Zweiter zu werden? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt die anderen Gruppenergebnisse nicht, aber ich glaube, wenn du Erster in der Gruppe wirst, hast du es verdient, dass du vielleicht einen leichteren Gegner bekommst. Wie das dann wird, das weiß man nicht. Aber wir probieren, morgen Erster zu werden, gutes Spiel zu machen und dann alles andere können wir eh nicht beeinflussen. Manfred Sedelbauer nochmal. Herrn Terzic, die BVB-Verteidigung macht so ein bisschen Problemchen, auch wegen den Spielern, die jetzt natürlich ausfallen, Rierson oder auch Benzebaini, der dann im Januar fehlen wird. Wie sehen Sie die Situation? Macht Ihnen das gerade so ein bisschen Sorge? Wünschen Sie sich Verstärkung? Gibt es vielleicht auch die Überlegungen bei Ihnen im Verein, Tom Rothe, der ja in Kiel eine sensationelle Zweitligasaison spielt, ihn schon früher zurückzuholen? Danke. Ja, wir machen uns natürlich sehr viele Gedanken. In erster Linie die Priorität für mich als Trainer ist es jetzt, mir die Gedanken zu machen, dass wir jetzt in den nächsten 6 Tagen noch 3 wichtige Spiele für uns haben. Aber natürlich machen wir uns auch längerfristig und mittelfristig Gedanken, wie wir unsere Situation verbessern können. Und trotzdem bleibt es dabei, dass wir diese Themen nicht hier öffentlich diskutieren, welche Überlegungen wir da haben. Aber wir sind da im guten und im engen Austausch und entwickeln da jeden Tag gute Ideen. Und wenn es dann etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das tun. Aber der Fokus, den wir jetzt gerade aktuell haben, liegt daran, dass wir morgen in der Champions League ein tolles Spiel zeigen wollen und dass wir dann noch 2 wichtige Aufgaben in der Bundesliga haben, die auf uns warten. Und danach machen wir uns dann noch mehr Gedanken, wie wir das dann ab Januar gestalten können. Die letzte Frage kommt von Jesko von Eichmann. Edin, Sie sind einer, der die Bundesliga sehr lange verfolgt schon, sehr intensiv auch. Wie haben Sie die Nachricht gestern aufgenommen, dass sich die DFL zum ersten Mal für Investoren öffnen wird? Das ist durchaus ein Thema, was auch bei Fans sehr kritisch gesehen wird. Ja, das ist ja ein Thema, das den deutschen Fußball jetzt auch schon sehr lange begleitet. Aber Jesko, auch da glaube ich, ist es kein Thema für eine Spieltagskonferenz vor dem Spiel gegen Paris, um da meine Meinung zu äußern. Ich glaube, dass es da genug Leute gibt, die sich jeden Tag damit beschäftigen
Und es ist so wie immer im Leben, es geht darum, dann eine Kompromissbereitschaft mitzubringen, dass man gut kommuniziert und dann versucht, alle Wünsche unter einen Hut zu bekommen und dann die richtige Lösung zu finden. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank für euer Kommen und bis morgen. Dankeschön. Danke.